Hallo YouTube, wir sind wieder da mit unserem Need for Speed Most Wanted Let's Play. Diesmal bei dem Rundkursrennen von Taz. Nämlich aus dem einfachen Grunde, weil ich das nicht so laden konnte mit aufnehmen. Das heißt, ich müsste quasi hier rein mit der Aufnahme, sonst wäre das wieder abgeschmiert. Leider, leider. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Pool Movie 11 bzw. Dominik hier jetzt auf England-Austausch ist. Für eine Woche. Was bedeutet, dass ich irgendwie versuchen muss, jeden Tag in dieser Woche ein Video rauszubringen. Und ich würde sagen, wir sehen mal, wie das funktioniert, ne? Ich sehe das gleich mal als direkte Ansprache an euch, weil ich werde wahrscheinlich nur Need for Speed Most Wanted Videos hochladen. Einfach nur, um in dem Let's Play auch ein bisschen voranzukommen, nicht wahr? Und mal sehen, ich hoffe, ich schaffe das, wenn ich zur Schule, also wenn ich während der Schule quasi uploade, dass das dann pünktlich auch hier ist. Weil das müsste ja eigentlich dann gehen. Diese blöden Autos immer. Dieser Verkehr, besser gesagt, macht mich wahnsinnig. Okay, auf jeden Fall. Ja, Pool Movie F ist auf England Austausch, deswegen würde ich euch bitten. Wenn ihr was an diesen Videos auszusetzen habt, dann kommentiert es bitte, weil konstruktive Kritik ist gerne gesehen bei mir. Insbesondere bei den Videos, weil ich mit Videos machen eigentlich nicht wirklich viel Erfahrung habe. Was bedeuten soll, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder so, dann schießt immer los damit, ne? So, jetzt wo wir mal das ganze Wieso, Weshalb, Warum geklärt haben. Ich habe gerade eben, jetzt kommt hier Storytime und so, ich habe gerade eben so an meinen Schubladen rumgekramt, ne, und ein altes Yu-Gi-Oh! Deck von mir gefunden. Ich will ja nichts sagen, ne, aber ich bin jetzt fast 17 und mir ist mal scheißegal, ob das irgendwie kindisch ist oder nicht, aber ich hätte gerade richtig Bock darauf, mit meinen Yu-Gi-Oh! Karten wieder zu spielen, ne. Ja. Das zum Thema Storytime. Einfach nur so ein bisschen Nostalgie und so, nicht wahr? Was mir gerade einfällt auch, dieser Verkehr, ey. Was mir mal gerade einfällt, ist auch, ich habe nachher noch ein Scrim, beziehungsweise ich habe nachher sogar ein Official. Das heißt ein Match in Team Fortress. Was mich daran erinnert, wenn ich sowas mal hochladen soll oder so. Also so richtig professionell Team Fortress 2. Dann sagt Bescheid. Problem ist nur, ich spiele Soldat und Soldat ist normalerweise relativ häufig tot in den Game Modes, weil man ist immer, beziehungsweise ich spiele immer die Rolle, die eigentlich für die Medics zuständig ist. Das heißt, ich sterbe relativ häufig. Aber so muss das halt sein, ne? Vorausgesetzt, man spielt gegen ein gutes Team zumindest. Und theoretisch gesehen könnte man ja auch einfach reinspringen und rausspringen, ne? Aber das ist immer einfacher gesagt als getan. Jo. Ein Pokémon werdet ihr wahrscheinlich die Woche nicht sehen, weil ich einfach nicht der Typ bin, der Pokémon auf dem PC spielt und sich dabei aufnimmt. Ja, ansonsten kann ich euch halt anbieten, hier Need for Speed Most Wanted. Oder vielleicht kann ich sogar einen Portal Speedrun machen oder so. Wenn ihr das sehen wollt, ich könnte machen Team Fortress auf jeden Fall. Dann seht ihr mal, wie das richtig abläuft hier bei den fetten Skillern und so, ne? Und dann wisst ihr Bescheid. Also, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. So, wir sind mit dem Rennen fertig. Enter und B. Und dann machen wir mal gleich das nächste. Nämlich, komm, wir machen mal das K.O.-Rennen hier. Denn auf das Sprintrennen habe ich gerade nicht wirklich Lust. Oh, kein perfekter Start. Ich bin zu schlecht. Zu schlecht. Okay. Also ich bin offen für Wünsche. Oh Mann, ey. Wie ich das hasse, wenn ich end. Oh mein. Zumindest das kann ich eigentlich jetzt schon neu starten. Ich habe noch kein perfekter Start. Diesmal verballern wir einfach unser Nitro so ein bisschen. Wir haben so krass überhaupt keine Beschleunigung irgendwie.
Und dann bremsen die mich noch so aus wie so ein paar Penner, ey. Okay. Nichtleiser werden mit der Stimme, nicht wahr? Ja, ich habe mal auch versucht, die Lautstärke von dem Auto ein bisschen zu regeln, weil ich gemerkt habe, dass das in den letzten Folgen ein bisschen laut war, das Auto. Er versucht mich immer noch von der Straße runterzudrängen. Ich sollte hier nicht irgendwie auf den Mittelteil fahren. Was mir mal aufgefallen ist an Need for Speed ist, wenn ihr wirklich schnell fahren wollt, dann müsst ihr auch auf der Straße fahren, weil wenn ihr auf dem Bürgersteig fahrt, dann ist die Reibung irgendwie größer oder so. Oh, dieser Drift und dann dieser blöde Verkehr. So, selbst der Ritzel überholt mich jetzt. Und den habe ich wenigstens schön erwischt. Da fahren wir mal hier lang eben. Hier lang würde ich normalerweise nicht fahren auf der Strecke, aber dadurch, dass ich so langsam um die Ecke gekommen bin, passt das schon. Oh shit. Ich dachte eigentlich, es geht geradeaus weiter gerade. Deswegen fahre ich dann normalerweise auch nicht lang. So, nachdem wir den Typen hier besiegt haben, fällt mir mal gerade ein, machen wir auf jeden Fall einen Part, der aus nur Verfolgungsjagd besteht. Und versuchen mal so vielleicht so 200.000 Kopfgeld oder so dabei zu bekommen. Mindestens, das wäre ganz nice. So in einer Verfolgungsjagd, so 200.000 Kopfgeld. Ja, ja. Aber mal sehen, was daraus wird. Vielleicht kommt der Part übermorgen. Denn ich schätze mal, heute mache ich nur die Rennen fertig und morgen mache ich dann die Meilensteine. Und dann fahre ich das Rennen und das Rennen wird hoffentlich nicht zu lange dauern und dann kann ich anfangen mit der Verfolgungsjagd auch gleich. Weil dann fahren wir auch gegen, wie hieß er, gegen Vic hieß er. Gegen Victor bla 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 bla. Ich habe schon wieder so das Gefühl, dass das hier nichts wird. Oh, jetzt werden sie langsamer. Blockt er mich hier noch wie so der letzte Hujax? Okay. Ich muss mal ganz ehrlich gestehen, ich habe gerade eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich versucht habe, diesen Part dreimal aufzunehmen und jedes Mal hat irgendwas dann nicht so ganz geklappt. Oh, ein Kumpel von mir meint gerade, er hat noch Yu-Gi-Oh! Karten. Oh, ich glaube, ich gehe gleich eine Runde rüber. Der wohnt nämlich einfach die Straße einen Block weit weg und dann piu piu. Wisst ihr Bescheid, ne? HD Soundeffekte und so. Wobei, wie gesagt, ich habe ja um 8 auch noch meine Fische. Ich kann ja mal fragen, ob wir morgen zocken können. Das wäre irgendwie nicer, weil ich muss den Party halt noch ändern und bis morgen fertig haben, damit ich den morgen früh hochladen kann. Ich habe morgen zu 0. Und dann 3er-Block Chemie-Leistungskurs, 2 Stunden Englisch-Leistungskurs, ein bisschen Informatik dazwischen und dann Kunst und Geografie. Das klingt jetzt nicht so viel, aber das ist echt ein scheiß langer Tag. Deswegen hoffe ich, dass ich das gechillt irgendwie während der Schulzeit... Oh mein Gott. Hoffe ich, dass ich das irgendwie gechillt während der Schulzeit hochladen kann. Beziehungsweise halt nicht direkt den... Oh mein Gott, dieser Bastard! Ich bin gerade so enttäuscht, Alter, so ein Bastard ohne Scheiß. Bremst mich einfach raus, macht der Nitro. So ein Hurensohn ohne Scheiß. Ich könnte gerade so ausrasten. Okay. Zurück zum Thema. Ich guck mal kurz mit einer Hand, wie lange ich schon aufnehme. Nein, huch. 9 Minuten. Vielleicht schaffen wir das noch ganz knapp, die Rennen zu machen. Wenn nicht, dann wird der Part vielleicht sogar ein bisschen länger.
Kann ja nicht schaden, eigentlich. Ich will nur die Rennen irgendwie fertig haben. Damit und so. Damit ich morgen halt die Meilensteine machen kann. Ich habe ja mal so ein anderes Let's Play geguckt von Goldschlappi oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich habe das noch nicht zu Ende geguckt. Ist das eigentlich auch so ein Ding, was ihr macht? So, ihr fangt so ein Let's Play an und dann denkt ihr so, ihr müsst das irgendwie zu Ende gucken, auch wenn es irgendwie richtig schlecht ist oder so. Ich habe das manchmal so, ich fange so ein Let's Play an und dann fühle ich mich irgendwie mies, wenn ich so weiß, das Let's Play ist eigentlich gut, aber ich habe das noch nicht zu Ende geguckt. So ging mir das damals mit Gronkhs Minecraft beispielsweise. Minecraft! Weil damals so, ich bin so eingestiegen, als er so Folge 50 oder so hochgeladen hat, ne? Und dann habe ich das halt so von Anfang an so in einer Nacht so durchgesuchtet und dann die neuen Parts immer geguckt. Das war noch damals, als Minecraft so in der Beta 1.1 war ungefähr. Da muss ich so eingestiegen sein. So, und dann irgendwann so nach 200 Folgen dachte ich mir so, holy shit, das ist mal so todeslangweilig. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Und dann dachte ich mir immer so, das ist eigentlich schade. Aber du hast irgendwie auch keinen Bock auf nochmal 400 Folgen Minecraft oder so. Was ist aus Gronkh eigentlich geworden? Ich hatte den mal abonniert, dann habe ich ihn aber deabonniert, weil mir Minecraft einfach dann auf die Nerven ging irgendwann. Und die anderen Let's Plays, die er gemacht hat, fand ich immer nicht so den Knaller, um ehrlich zu sein. Er hat ja mal so Monkey Island oder so gemacht, war er das? Ja, müsste er. So wie Weehawk LP auch immer. Die habe ich beide nicht mehr abonniert, ich hatte irgendwie... Ich bin so... So manche Leute sagen so, ja, du abonnierst ja nicht für die Spiele, sondern du abonnierst ja für den Typen, der die Spiele spielt. Aber irgendwie, wenn sie so nur Scheißspiele hochladen, die mich auch überhaupt nicht interessieren, dann behalte ich doch auch nicht das Abo. Ist das nicht irgendwie logisch? Und wieso ist der Typ schon wieder vor mir? Aber das kann man ja noch raushören. Ja, aber Chainsaw Man 16 beispielsweise. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie Schleichwerbung oder so, aber scheiß mal drauf. Der hat früher immer richtig nice Half-Life 2 Mods gemacht. Könnte ich eigentlich auch machen. Und mir gefiel auch richtig so sein verrückter Stil, das Ganze zu kommentieren und so weiter. Aber jetzt lädt er irgendwie nur noch so Faster Than Lightning und Dark Souls und so ein Kram hoch und das interessiert mich irgendwie so richtig überhaupt nicht. Aber ich habe ihn trotzdem nicht deabonniert, weil ich halt immer noch so hoffe, dass er irgendwann so Sachen wie Junge, wenn er schon wieder so richtig mies jetzt gegen mich gewinnt, dann raste ich aus, ohne Scheiß. Oh mein Gott, bitte. Nation Racer, bla bla. Später werden wir es locker nicht mehr schaffen, alle Rennen in einer Folge zu machen. Aber 13 Minuten drin und passt schon jetzt. Mann, ich muss mal perfekten Start wieder üben. Ich habe das eine Woche oder so nicht mehr gespielt und schon, boom, keine perfekten Starts mehr hier. Ich weiß nicht, ob ich die in den anderen Parts hatte, aber auf meinem Hauptaccount, boom, ein perfekter Start nach dem anderen. Und jetzt so, das ist mal blöd. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, Gronkh war dann so ein Typ. Ich mochte eigentlich früher so seinen Kommentarstil und so seinen Let's Play-Stil. Aber dann fand ich die Spiele erstens todeslangweilig, die er immer gespielt hat. Und zweitens gefiel mir irgendwann auch nicht mehr das Gelaber, was er da gemacht hat. Ich meine, ich habe mir dann so eine Folge, so eine Minecraft-Folge, so 2-3 Minuten angeguckt von den neuen, die er hochgeladen hat. Und dann dachte ich mir so, wie habe ich das damals ausgehalten, 200 Folgen lang dem Typen zuzuhören? So irgendwann, nach 200 Folgen, dachte ich mir so, oh, holy shit, please. Can you not? So nach dem Motto. Also jetzt nicht falsch verstehen, ne? Ich mag halt Minecraft und so weiter. Und ich habe jetzt auch nichts gegen Gronkh persönlich oder so. Oder Gronkh. Und das soll jetzt auch irgendwie nicht Hate-Talk oder so sein, oder so Trash-Talk oder so in der Art. Ich bin halt irgendwie
Das ist so meine Geschichte, wisst ihr? So habe ich mit Minecraft angefangen und jetzt nicht mehr so richtig back to the roots. Oder wie auch immer man das nennen will. Ich laber gerade irgendwie Mist, aber irgendjemand wird mich schon verstehen, glaube ich. Ethos Lab beispielsweise gucke ich immer noch. Früher habe ich auch Endercell geguckt, aber das fand ich dann auch irgendwann langweilig. Wobei, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grammar-Nazi in mir. Weil er halt irgendwie keine Grammatik whatsoever hatte in seinem englischen Kram. Das fand ich dann persönlich ein bisschen nervig, aber das ist ja jedermanns Sache. Manche Leute stört das ja nicht. Aber er hat eigentlich auch immer gute Feed the Beast Videos und so gemacht. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ihn hatte ich aber deabonniert, weil mir das wieder zu viel Minecraft dann in meiner Abo-Box war. Also ich habe manchmal halt so eine kleine Minecraft-Phase, wo ich mir richtig gerne Minecraft-Videos oder so angucke oder wo ich es auch so richtig krass gerne spiele dann. Aber manchmal dann so nach einer Woche oder so, dann ist das wieder zu viel. Ich war auch so richtig gehypt, das Spiel hier zu spielen, also Need for Speed Most Wanted, ne? Dann habe ich das so krass durchgesuchtet für so 4 Tage. 4, 5 Tage ungefähr. Und dann habe ich das so eine Woche nicht mehr gespielt und jetzt, wo so Dominik weg ist, denke ich mir so, oh. Passt ja ganz gut, weil Schule ist gerade nicht so extrem wie letzte Woche und was noch? Was noch? Was noch? Ich kann mein Let's Play fertig machen. Also mal sehen, wie weit wir kommen. Ich schätze mal, in der Woche kommen wir sowieso nur bis weg. Vielleicht Izzy müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht ein bisschen Geld farme ohne Kamera, also ohne aufzunehmen, meine ich. Und dann die Karre so ein bisschen mehr aufmotze, weil ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch eine Suspension, also noch ein Getriebe, glaube ich, was ich brauche. Und dann halt noch mit dem Part mit der 30-Minuten-Verfolgung, das wird auch richtig extrem. Da müssen wir auch mal gucken. Auf jeden Fall, wenn wir über 30 Minuten haben, dann ist das, glaube ich, Platz 1 Verfolgungslänge auch gleichzeitig. Oh, das Rennen hier müsste ich gar nicht machen, aber wir machen das mal einfach. Machen wir den 100% Run oder so? Ich meine, ich kann jedes Rennen machen, ich habe damit kein Problem. Soll ich jedes Rennen machen immer? Ja komm, ich mach mal jedes Rennen immer. Da muss ich auch mal gucken, ob ich vielleicht sogar die Challenges zum Schluss noch mache. Hoho. Ich glaube aber nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich mache eine Story. Ja, der Wagen schlittert schon noch ein bisschen extrem. Ich werde auch mal ein Karosseriekit und einen Spoiler hier hinten drauf klatschen, damit die Aerodynamik ein bisschen steigt und ich eine bessere Bodenhaltung haben kann. Bodenhaltung? Bodenhaftung haben kann. Bodenhaft! So wie heute, ne? Wir spielen so Stadt, Land, Fluss in den Freistunden. Kommt so H dran. Ich suche so ein VIP mit H. Meint so mein Kumpel zu mir, mein Vorbild, ne? Meint er so scherzhaft. Ich denke mir so, was könnte sein Vorbild sein? Fiel mir so ein, es kann nur Haftbefehl sein. Dann ich gucke so auf sein Blatt, da steht so Adolf Hitler. Sagt echt viel aus. Er meint so, sein Vorbild ist Hitler, ne? Und ich meint so, sein Vorbild ist Haftbefehl. Da sieht man mal, wie krass sich das unterscheiden kann. Ja. Ich finde generell so das Thema Hitler und so kann man nicht mehr wirklich so kritisch sehen heutzutage. Apropos, 50% sind hier schon vorbei und ich sehe immer noch keine Polizisten. Was ist denn da los? Ja, aber was ich sagen wollte, das gehört so zur Vergangenheit an und ja, es war schrecklich, was passiert ist, bla bla. Aber ich finde auch die anderen Nationen so, also die ganzen Nicht-Deutschen müssten mal darüber langsam hinweggucken, weil. Oh. Gleich geht's hier ab mit den Polizisten, würde ich sagen. Vielleicht auch nicht. Ich bin eigentlich so weit vor denen gerade noch. Vielleicht wird das nicht so extrem. Ja genau, die müssten auch da mal rüber hinwegsehen, weil das ist ja irgendwie nervig mittlerweile, wenn du so sagst, so ja, ich bin Deutscher und dann alle gleich, oh, bist du Nazi, bla bla, so hallo. Damals die RAF beispielsweise, okay, das war zwar wieder Linksextremismus, ne, aber die ist ja auch damals entstanden, weil sich die Studentenbewegung damals so dachte, ey, was unsere Eltern damals gemacht haben, war echt scheiße. Ich meine, also direkt danach quasi gab es die Antwort,
Ich fahre jetzt noch in den Tuning-Shop. Direkt darauf gab es so die Antwort und dann, okay, wieder Linksextremismus und RAF und so, aber trotzdem, ne? Ich meine, man hat sich eingestanden, ist das korrektes Deutsch? Keine Ahnung. Aber man hat sich halt so eingestanden, dass man damals Scheiße gebaut hat, ne? Und dann wird trotzdem noch auf einem da rumgehackt. Also ich verstehe das manchmal nicht so ganz. Suspension, meinte ich, gibt's noch, ne? Ja, genau, hier die Pro Suspension. Guck mal, wie krass das Handling da ansteckt. Ja, passt schon. Und dann Parts brauche ich mal, Bodykits. Boom, passt schon. Schaff ich noch einen Spoiler? Könnte sogar was werden, ja. Komm, noch ein krasses Carbon Switchblade hinten drauf. Okay, mal sehen, wie lange nehmen wir schon auf? 21 Minuten, passt doch der Part. Okay, Jungs und Mädels, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.